Ist es so, dass man auf diesem Posten in gewisser Weise immer mit einem Bein im Gefängnis steht? Mein Name ist Sven Lücken. Ich bin zuständig für Waffenrüstung und militärisches Gerät. Das sind etwa 20.000 bis 30.000 Objekte von der Römerzeit bis zur Kalaschnikow, also bis in die Moderne. Und es sind ganz kleine Objekte zum Teil, winzige Bestandteile von Gewehrschlössern, aber es sind auch Schützenpanzer, Jeeps und Raketen und schwere Feldgeschütze. Ich bin kein Waffenmann, im Gegenteil. Ich habe Geschichte und Kunstgeschichte studiert, bin eigentlich Gemäldespezialist. Ich habe mich immer dafür interessiert, aber ich behandle Waffen als Quellen zur Geschichte. Als solche versuche ich sie auch in dieser Ausstellung darzustellen. In Westdeutschland gab es Pierre Brice als Winnetou. Und im Osten gab es Gojko Mitic als Winnetou. Dies ist die Waffe, die Gojko Mitic sich für die Filmaufnahmen in Babelsberg ausgeliehen hat. Ein Winchester 71. Ich musste hier eine Waffensachkundeprüfung ableisten, um auf diese Funktion sein zu können, weil einige Waffen eben noch scharf sind. Denn wir haben in einem Museum hier immer Objekte, die noch funktionieren. Mit manchen Waffen, die wir hier haben, kann man noch schießen. Mit denen aus dem 18. Jahrhundert würde ich das nicht mehr ausprobieren wollen, weil die schon älter sind und vielleicht nicht mehr ganz zuverlässig, aber modernere Waffen aus dem 20. oder wir haben sogar Waffen aus dem 21. Jahrhundert, die sind natürlich scharf und mit denen könnte man schießen. Das sind lauter Schlüssel. Das sind die Schlüssel von Festungen, die die preußische Armee im Verlauf ihrer Geschichte erobert hat. Leider ist die Dokumentation dazu im Zweiten Weltkrieg verloren gegangen. So wissen wir jetzt nur bei den wenigsten Schlüsseln, zu welcher Festung sie gehört haben. Natürlich hat das immer mit Mord und Totschlag zu tun, aber das hat zur Geschichte, insbesondere in Deutschland, immer dazugehört. Die Scharten, die geschlagen worden sind, wir haben auch Helme, die durchschossen worden sind, wo man ganz genau sagen kann, da ist ein Mensch mit gestorben. Das beeindruckt einen dann schon. Und gerade deswegen ist die Beschäftigung damit ganz wichtig, dass man daran erinnert, dass das passiert ist. Wir neigen dazu, Gewalt zu tabuisieren und an den Rand der Gesellschaft zu drängen. Da gehört sie natürlich auch hin. Aber trotzdem muss man wissen, dass das hier nicht immer so gewesen ist. Dass es Zeiten gegeben hat, wo das anders ist. Und wenn man das vergessen würde, würden die Leute, sag ich immer, zweimal sterben. Einmal damals und dann würden wir sie heute nochmal töten, wenn man vergisst, woran sie gestorben sind und wobei. Deswegen ist es auch wichtig, gelegentlich daran zu erinnern, was es früher für Zeiten gegeben hat.